Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall Nuzlocke Challenge. Ja, die einst zu vertrauten Worte sind mittlerweile schon fast verlernt, denn recht lange habe ich nicht gespielt, aber ich begrüße euch hiermit zur nächsten Trainingsfolge und wir haben sofort einen Anruf von Gudrun. Götz, ich Gudrun, Zeit zum Plaudern? Ich habe heute etwas Tolles gefunden. Ich möchte es dir geben, darum rufe ich an. Du holst es dir doch, oder? Ich bin hier, Route 34. Ah, gut, tun wir ihr den Gefallen. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich es tue, also mache ich das auch gleich. Als Trainingsfolge ist, darf ich ja jetzt auch ein wenig beschleunigen. Das ist prima. Hier, schaut es euch an. Total prima. Ich rufe an, wenn ich etwas habe. Hä? Ja, wenn ich mich recht entsinne, dann hatte Hannes auch mal so ein Problem. Egal, so, schauen wir mal aufs Team. Rüdigers Level 50, das ist super. Griselda ist auf Level 44. Die hält den EP-Teiler, gut. Gut, das würde erklären, warum Hannes vor Anemonia City rumschwamm, denn Klaus ist vorne und anscheinend gerade das Trainingsobjekt. Meine Güte, da habe ich ja heute eigentlich ganz gute Chancen, hier heute mal das Dings fertig zu bekommen, die Trainingsfolge. Naja, ich melde mich dann wie immer wieder, wenn es das erste Level abgibt. Bis dahin. Und Level Up für Griselda. Sie ist jetzt auf Level 45. Level Up. Klaus ist Level 47. Level Up. Griselda erreicht Level 46. Und sie versucht, Agilität zu erlernen. Da muss man jetzt fast drüber nachdenken. Agilität erhöht die Geschwindigkeit eines Pokémons enorm. Und ich denke, wir können Wirbelwind dafür ruhig vergessen lassen, weil Wirbelwind, glaube ich, nutzen wir sowieso nicht großartig. Von daher, ja, eine neue Attacke. Dididim. Level up. Ich habe es diesmal anders betont. Klaus ist Level 48. Und Griselda ist auf Level 47. Prima. Level up mit Soundbug. Aber dafür ist Klaus jetzt schon auf Level 49. Und Level up für Griselda. 48. Level up für Klaus. Level 50. Ich habe es gerade aus Versehen total weggespult. Ja, so ein Pech aber auch. So. Ausgerechnet das finale Level weggespult. Naja, also fast weggespult. So, also wie gesagt, Klaus ist auf Level 50. Das heißt, es fehlt nur noch Griselda. Ich meine, dass Griselda vorher ein Item gehabt haben müsste. Wir gucken hier mal durch. Ja, Hackattack. Natürlich Hackattack. So, wir nehmen ihr den Hackattack. Oder das, die Hackattack. Hackattack nehmen wir einfach weg, ohne Artikel. Und andersrum, wir geben ihr Hackattack, nehmen wir dafür den EP-Teiler weg und jetzt können wir Griselda trainieren. Und da ich jetzt keine Lust habe auf den Eisfahrt, da es nachmittags ist und da sowieso nur Quiekel rumhauen und wir wissen ja, wie effektiv das ist, werde ich jetzt einfach hier mit Griselda weiter trainieren. Guck mal hier, jetzt gibt es gleich doppelte Erfahrungspunkte, weil es nicht mehr halbiert wird. Geil! Und 49. So, den letzten Kampf möchte ich euch gerne zeigen, denn es ist wirklich der letzte Kampf. Meine Beschleunigungstaste muss sich vorkommen wie vergewaltigt, weil ich die ganze Zeit gedrückt habe. Aber BÄM! Level 50 für Griselda. So, ja, mit zehnfacher Geschwindigkeit macht das schon Spaß. Ihr seht, ich habe auch wieder den Pokémon-Marsch an. So. Das gesamte Team ist auf Level 50. Ba-ba-da-b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 a-
Und dann kommt Kanto. Hihi. So, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal schnell den Status aller Pokémon an. Also, Griselda hält Hackattack. Das ist schon mal schön. Tornopto hält Holzkohle. Oder Parzival hält Holzkohle. Das ist auch okay. Philipp Zauberwasser. Das ist in Ordnung. Ursula hält den Bandsticker. Auch das ist okay. Dann wird nämlich der Spukball stärker. Klaus den Magneten. Ja, das ist bei Klaus ist es furchtbar ärgerlich, aber der kann keine gute Elektroattacke. Das ist scheiße. Rüdiger, ja, der kann natürlich auch noch nicht die Bombenattacken, aber es ist erstmal. Ja, es geht. So, jetzt werden wir hier mal schauen. Und zwar müssten wir hier, genau, den Drachenzahn verstärkt Drachenattacken. Den geben wir Rüdiger noch. Dann wird nämlich der Feuerodem noch ein wenig stärker. So. Gut, EP-Teiler. Ja, das Sonderbonbon würde ich sagen, behalten wir erstmal. Die ganzen Beeren stören jetzt erstmal nicht. Die Flinkklaue sollten wir noch behalten, falls uns das in einem Kampf wichtig erscheint. Und, ja. Ansonsten ist das, glaube ich, erstmal in Ordnung. Jetzt wollte ich mal schauen, ob wir noch irgendwie spontan jemanden eine Attacke beibringen wollen. Wuchtschlag, Walzer, Zertrümmerer, Kraftreserve, Lockduft, Schnarcher, Eissturm, Regentanz, Solarstrahl, Eisenschweif, Erdbeben. Aber Philipp kann das schon. Schaufler brauchen wir nicht. Das ist auch nicht so toll. Tja, es hält sich doch sehr in Grenzen, was wir jetzt hier so zur Auswahl haben. Ich denke, wir sind erstmal so ganz gut aufgestellt. Ja, dann ist natürlich die Frage noch nach ein paar Items. Wir haben noch einen Supertrank, das ist natürlich auch absoluter Wahnsinn. Hypertränke 19, Hyperheiler 25, das sieht erstmal ganz gut aus. Hypertränke werde ich vielleicht nochmal ein bisschen aufstocken. Ja, interessant. Top-Genesung brauchen wir auf jeden Fall, weil man damit die Statusveränderung wieder wegkriegt. Auch Beleber, ich muss mal gucken, ob es Top-Beleber gibt, ansonsten müssen wir uns die normalen Beleber... Ach! Scheiße. Ah, das war jetzt noch so ein bisschen Monotype-Feeling. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Den Top-Beleber müssen wir natürlich verkaufen. Denn wir spielen ja eine Nuzlocke-Challenge. Oh Gott. Ich kriege gerade so eine dezente Gänsehaut, weil mir gerade nochmal bewusst wird, dass wir hier in extrem akuter Scheiß-Lebensgefahr stecken. Ach du Scheiße. So, nein, ich wollte mal gucken. Wir haben nämlich kein einziges Pokémon, was über 200 KP hat. Mit anderen Worten, wir brauchen gar keine Top-Tränke, können den also hier nochmal munter auf den PC legen, sondern uns reichen die Hypertränke vollkommen. Da ja die Hypertränke 200 aufstocken. So, Item aufnehmen, schauen wir nochmal. AP plus... Moment mal, haben wir irgendein Pokémon, wo wir nochmal eine Attacke ein bisschen hochballern können? Griselda nicht. Hier gibt es noch keine schönen... Philipp könnte man eventuell das Erdbeben ein bisschen hochballern. Dann hätte man nicht 10, sondern vielleicht 11 oder 12 Anwendungen. Das gleiche könnte man hier auch mit der Psychokinese machen. Aber ich glaube, bei sowas spreche ich mich vielleicht lieber mit Hannes ab. Außerdem gibt es ja noch so ein paar Imba-Attacken, die man da vielleicht noch benutzen könnte. Ich glaube, dann wäre es einfacher... Wenn wir sagen, wir nehmen uns hier unsere drei Äther mit. Die Elixiere nehme ich mal... Nee, Elixiere... Brauchen wir Elixiere? Ich nehme auf jeden Fall das Top-Genesung mit. Elixiere brauchen wir nicht. Wir haben die Äther. Ich nehme mal noch die beiden Top-Äther mit. Das ist dann, glaube ich, besser. Ewiges Eis. Oh, das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit für Ursula. Wenn wir nämlich mit, Ursula kämpfen, ich glaube, ich werde mit Hannes nochmal eine Taktikbesprechung machen vor der Pokémon-Liga. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Ich habe nämlich gerade überlegt, wenn wir Ursula nehmen, dann können wir ja vor Siegfried nachher, wenn wir die Eisattacken wirklich brauchen, ihm den Bandsticker oder ihr den Bandsticker wegnehmen und dafür das ewige Eis geben. Dann wird nämlich der Eishieb verstärkt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Rosa Band. Haben wir ein Pokémon, die starke Normalattacken können? Ich glaube nicht. Top-Trank, Kingstein, Rätselbären, die sind auch wichtig. Die können nämlich das gleiche wie Äther. Wir haben natürlich keinen Platz mehr für weitere Items, das ist kacke. Ja, ich glaube, dann werde ich tendenziell uns hier mal noch die beiden Eisbären ablegen.
Und dann haben wir stattdessen noch Platz für die Rätselbeeren, denn die Rätselbeeren sind dann nochmal so eine Art regenerativer Ersatz für die Äther. Ich weiß bloß gerade nicht, ob die 5 oder 10 EP auffüllen. Aber das muss man dann nochmal sehen. So, wir wollten hier nochmal mit dem Menschen hier sprechen. Hyperball. Machen wir später. So, Hypertrank. Komm, das tut nicht weh, wenn wir hier uns einfach nochmal 20 Stück kaufen, weil... Oder, ja, komm, das tut nicht weh. Die können wir später auch nochmal benutzen. Das ist voll super. Top-Genesung kaufen wir auch noch. Haha, die sind natürlich ein bisschen teuer. Da kaufe ich mal noch 10. Beleber brauchen wir nicht. Hyperheiler haben wir genügend. Ja, ich meine, wofür brauchen wir das Geld sonst? Also ich meine, das würde ich jetzt aufheben, was wir haben. Aber das ist okay. Ich meine, wie viele Hyperbälle haben wir eigentlich? 25, na das ist doch super. Wir haben sogar noch einen Meisterball. Damit könnte man sich mal noch so ein Käfer-Pokémon oder so fangen. So, dann wechseln wir hier mal rüber. Ich stelle mal den Zeiger hier auf das ewige Eis. Für den Fall, dass ich vergesse, mit Hannes über Taktik zu reden. Dann kriegt er hier vielleicht mal noch einen Hinweis. Ja, was ist überhaupt der erste Trainer? Psycho-Pokémon. Ach Gott. Ich muss mit Hannes nochmal eine Taktikbesprechung machen, glaube ich. Ich glaube, ich lasse die Reihenfolge jetzt erstmal so, wenn wir sowieso vorher nochmal reden müssen. Habe ich geheilt? Ich glaube ja, aber ich mache es einfach nochmal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist jetzt so eine Art Speichersucht hier. Ja, könnt ihr mal sehen. Dann ist ja im Prinzip auch die Zeit schon... Naja, ich sag mal, ein bisschen Zeit habe ich schon noch übrig. Aber ich meine, ich habe jetzt nicht großartig noch was zu tun und demzufolge, denke ich, können wir es jetzt auch hierbei bewenden lassen. Dann werde ich diese Trainingsfolge jetzt hier vorzeitig abbrechen. Und ja, wir sehen uns dann andersrum. Ihr seht Hannes in der nächsten Folge, wenn er die Pforten zur Pokémon-Liga durchschreiten wird. Und ja, ich melde mich dann in der übernächsten Folge für euch wieder und hoffe dann, dass ich irgendwo mitten in der Pokémon-Liga stehe. Also ich glaube nicht, dass Hannes das in einer Folge durchbekommt, weil ab der nächsten Folge gibt es ja dann auch wieder 15 Minuten. Ja, also voraussichtlich treffen wir uns dann irgendwo mitten in der Pokémon-Liga mit einem voll funktionsfähigen und putzmunteren Team. Und dabei soll es dann auch für den Rest der Pokémon-Liga bleiben, sodass wir unser gesamtes Team nachher in Kanto wieder begrüßen können, wenn es dann heißt, die zweite Hälfte der 16 Orden zu erobern und dann zum Schluss gegen Rot einen endgültigen Sieg davon zu tragen und diese Nuzlocke-Challenge für gewonnen zu erklären. Ja, bisschen Pathos muss auch mal sein, aber den ersten Schritt zu diesem großen Ziel werden wir dann in den nächsten Folgen unternehmen und in diesem Sinne... Ja, bis zum nächsten Mal und wir drücken uns alle die Daumen. Tschüss!